Na dann, willkommen zur N plus ersten Vorlesung Gaben und Logik. Was wir machen werden, ist, wir werden heute möglichst schnell zu Topoi kommen. Deswegen werden wir auch einen Abschnitt, den ich eigentlich angekündigt hatte, zum Thema, wann hat eine Örtlichkeit eigentlich genügend viele Punkte, hinten anstellen, damit ihr auf jeden Fall heute noch die interne Sprache von Topoi schaffen, damit ihr coole Übungsaufgaben erarbeiten könnt. Trotzdem noch kurz zwei, drei Dinge zu Örtlichkeiten. Unter anderem folgendes versprochenes Theorem. Sei T eine propositionale geometrische Theorie, dann gibt es eine kanonische Bijektion zwischen welchen Sachen? Zwischen einmal Menge der Quotiententheorien von T modulo einer geeigneten Äquivalenzrelation und zum anderen zur Menge der Unterörtlichkeiten von der klassifizierten Örtlichkeit von T. Bis auf gar nichts, bis auf Identität. Auf der rechten Seite wird nichts rausgeteilt. Was ist diese Äquivalenzrelation? Die Äquivalenzrelation schert sich nicht mehr darum, welche Axiome konkret verwendet wurden, um T aufzuschreiben, sondern interessiert sich nur noch dafür, welche Sequenzen ableitbar sind. Also zwei Theorien T und T' sind genau dann zu einer Äquivalent für die Zwecke dieses Theorems, wenn folgendes gilt: Wenn für alle Formeln Phi und Psi, hier sollten wir vielleicht das so machen, ja, damit es gerecht ist. Wenn für alle Formeln Phi und Psi über T gilt, genau dann ist diese Sequenz modulo T' ableitbar. Wenn die Sequenz modulo T'' ableitbar ist. Also wenn sie dieselben Konsequenzen erwirken. Und was ist eigentlich eine Quotiententheorie? Eine Quotiententheorie das ist nichts anderes als eine Theorie, die aus T dadurch hervorgeht, indem man noch mehr Axiome hinzunimmt. Also Theorien wie T mit denselben propositionalen Axiomen, mit denselben atomaren Propositionen, Entschuldigung, wie T, aber mit mehr Axiomen. Theorien wie T, nur weitere Axiome sind jetzt erlaubt. Ja? Weitere Symbole, weitere atomare Propositionen sind nicht erlaubt. Also wir verwenden wirklich dieselbe Sprache, wir ändern nicht die Signatur. Wir fügen nur Axiome hinzu. Wie sieht der Isomorphismus aus? Also der ist so ein bisschen abstrakt, aber auch explizit gegeben. Und zwar die Äquivalenzklasse von einer Theorie T', von einer Quotiententheorie, geht also auf irgendeine Unterörtlichkeit von L von T, bezüglich irgendeines Kernes, gell? Weil so Unterörtlichkeiten gegeben sind. Und jetzt muss ich halt noch sagen, wie der Kern aussieht. Der Kern war eine Abbildung vom Rahmen der Offenen in den Rahmen der Offenen. Und der Rahmen der Offenen war gerade die Menge der Formeln modulo einer anderen Äquivalenzrelation als der da. Und das bilden wir als auf folgende Formel ab. Riesige Disjunktion über ganz, ganz viele Formeln. Und zwar über all die, sodass Psi Phi bedingt modulo der Quotiententheorie T'. Da kann man jetzt die Axiome von einem Kern nachprüfen. Für mindestens eines von denen braucht man das Distributivgesetz.
Wir können mal schnell im Kopf überschlagen, dass Phi wirklich kleiner gleich wie j von Phi ist. Aber ich denke, das passt schon. Denn in dieser großen Disjunktion kommt unter anderem Phi vor, weil ja Phi auf jeden Fall Phi bedingt. Modulo T-Strich. Modulo jeder geometrischen Theorie. Also können wir aus einer Quotiententheorie eine Unterhaltlichkeit machen. Wir müssen natürlich Wohldefiniertheit prüfen. Dass, wenn wir hier T' durch T' ersetzen, dass sich auf der rechten Seite nichts ändert. Aber ihr seht sofort, dass das klappt, weil hier geht ja gar nicht wirklich T' ein, sondern nur, was T' beweisen kann. Und wenn T' die Äquivalenz für T' ist, dann kann es ja genau dieselben Sachen beweisen. Das passt also. Okay, und jetzt umgekehrt. Wir haben also irgendeine Unterörtlichkeit. Dann brauchen wir eine neue Quotiententheorie. Die nennen wir dann T'. Und jetzt gebe ich einfach an, was die Axiome von T' sind. Wobei die Axiome von T' folgende sind. Also immer ein so eine Sequenz Phi bedingt Psi, das ist je ein Axiom, aber natürlich nicht für alle Phi und Psi, sondern für Phi und Psi mit der Eigenschaft, dass J von Phi zufälligerweise kleiner gleich wie J von Psi ist. Kann man jetzt nachrechnen, dass das halt wirklich eine Bijektion ist. Das überlasse ich euch. Das ist nicht besonders schwer, man muss es nur machen. Was wir gleich noch machen werden, ist, ich werde das noch ein bisschen illustrieren anhand wichtiger Beispiele für Quotiententheorien. Das Theorem gibt es auch in der Version für Topoi. In der Version für Topoi ist es dann das Werk von Olivia Caramello. Da ist es ein bisschen nicht trivialer zu zeigen als für Örtlichkeiten. Von T hier drin sind? Ja, genau. Weil wenn du eine Sequenz hast, die schon in T enthalten war, dann wird ganz sicher das hier gelten. Einfach deswegen, weil Äquivalenzklasse von Phi ohne das J kleiner gleich wie Äquivalenzklasse von Psi sein wird, auch ohne das J. Weil ja Phi Psi bedingt in Modulo T. Und J ist monoton. Solche Kerne sind immer automatisch monoton. Das folgt aus dem dritten Axiom an den Kern. Also ein paar Spezialfälle. Also erster, T' könnte T sein, wobei man noch ein Axiom dazu getan hat, nämlich dass T Alpha bedingt, wobei Alpha irgendeine Formel ist. Unter der Bijektion, die dort beschrieben ist, gehört dann folgender Kern dazu, der Kern J, der so aussieht. Alpha Pfeil Freistelle, das heißt J von U geht auf Alpha Pfeil U. Das heißt, hierzu gehört die offene Unterörtlichkeit, die zu Alpha gehört, die durch Alpha indiziert wird. Eine andere Möglichkeit, die Theorie zu vergrößern, ist, ein Axiom dieser Form dazu zu nehmen. Beta gilt nicht, Beta bedingt Bottom. Das entspricht einer abgeschlossenen Unterörtlichkeit. Nämlich der, die zu diesem Kern gehört. Und noch eine Möglichkeit besteht natürlich darin, so ein gemischtes Axiom dazu zu nehmen, nämlich Beta bedingt Alpha. Dazu gehört dann folgendes: J dieses.
Das könnt ihr alles nachrechnen, wenn ihr das möchtet. Ich wollte euch die Formel nur auf jeden Fall angeben, insbesondere weil sie irgendwie schwer in der Literatur zu finden sind. Vor allen Dingen drittens, so ein bisschen versteckt. Okay, ich finde, das Theorem stellt irgendwie eine wunderschöne Verbindung her zwischen Logik und Topologie. Ja? Unterörtlichkeiten entsprechen Quotiententheorien bis auf Äquivalenz. Und ihr seht auch wieder, dass sobald man auf die Seite der Topologie gegangen ist, also zur Seite der Örtlichkeiten, dass eine gewisse Vergröberung stattgefunden hat. Ja? Weil hier hat man halt Quotiententheorien bis auf Äquivalenz. Hier hat man nur noch Unterörtlichkeiten bis auf gar nichts. Ja? Also Unterörtlichkeiten, die extrahieren schon so ein bisschen den Wesenskern von der Quotiententheorie, wobei hier Wesenskern definiert ist als zeigt dieselben Sequenzen. Das werden wir noch ein bisschen, das werden wir noch stark vergrößern, die Aussagen dieser Art, wenn wir dasselbe dann für Topper beweisen, nicht für Quotiententheorien, sondern für beliebige. Fragen dazu? Gut. Also rechnet das nach, das macht Spaß. Dann will ich nur noch eine Sache zu Örtlichkeiten jetzt machen, eine langweilige und eine spannende. Und dann kommen wir zu Topoi. Die langweilige ist, ich will kurz einführen, wann man sagt, dass eine Unterörtlichkeit ein Teil ist von einer weiteren Unterörtlichkeit. Ja? Seien xj und xk Unterörtlichkeiten einer Örtlichkeit x, dann definieren wir xj ist die kleinere der beiden Unterörtlichkeiten, genau dann, wenn für alle offenen j von u, Achtung, größer gleich wie k von u ist. Genau andersrum. Das ist zu warten, dass sich das umdreht, weil Örtlichkeiten und Rahmen ja nicht dasselbe sind, sondern die sind dual zueinander. Ja? Beispiel. Die größte Unterörtlichkeit, größt in diesem Sinne, die ist, das sollte wieder x selbst sein. Und Unterörtlichkeiten sind jetzt aber immer von der Form x-Index irgendeinen Kern. Und der Kern, den wir hierfür bräuchten, wäre der einfach jedes u so lässt, wie es ist. Ist auf jeden Fall ein Kern. Und ihr seht dann, dass egal, was für ein Kern j ist, dass diese Ungleichung immer erfüllt ist. Weil Axiom Nummer 1 von einem Kern war eben gerade, dass j von u immer größer gleich voll u ist. Also das ist die größte Unterörtlichkeit. Und dann gibt es auch die kleinste. Das ist halt die leere Unterörtlichkeit. Xj. Und j schickt alles auf top. Dann sehen wir auch sofort, top größer gleich irgendwas, passt. Die kleinste. Kleinste wollte ich sagen, genau, richtig. Aber leer wäre nicht falsch. Weil, also die hat den Namen leere Örtlichkeit verdient. Die ist auch in der Tat isomorph als Örtlichkeit zur leeren Örtlichkeit. Ja? Können wir vielleicht hier auch noch dazu schreiben, dass xk von hier ist kanonisch isomorph zu x und das xj von hier ist kanonisch isomorph zu dem da, was nicht die längere Menge ist, sondern die leere Örtlichkeit. Zur Erinnerung, das war definiert als die Örtlichkeit zum leeren topologischen Raum mit seiner eindeutigen Topologie. Und diese Bijektion hier, die ist übrigens mit der Ordnung verträglich.
Ja, also nochmal, wenn man schon eine Unterörtlichkeit hat, dann gehört zu der eine Quotiententheorie. Und wenn man eine noch kleinere Unterörtlichkeit hat, dann gehört zu der eine weitere Quotiententheorie. Und also je kleiner man wird, desto mehr Axiome fügt man hinzu. So ist die Korrespondenz. So, und was ich euch jetzt noch angeben will, ist etwas, was vermutlich dann ziemlich kryptisch aussieht. Aber also ich war extrem happy, als ich das dann rausgefunden hatte. Ich behaupte nicht, dass es neu ist, nicht im geringsten, aber ich habe das auch nirgendwo explizit gesehen. Und ich würde euch das hinschreiben, falls ihr irgendwann mal wirklich mit Örtlichkeiten hantiert, dann ist es gut, diese Formel zu haben. Es ist nämlich so, dass man Örtlichkeiten miteinander schneiden kann und auch vereinigen, Unterörtlichkeiten schneiden und vereinigen kann. Im Sinne von, in der Partialordnung, die dadurch gemacht wird, gibt es Suprema und Infima. Und ich will euch einfach noch kurz die Formeln für die entsprechenden Kerne angeben. In der Partialordnung der Unterörtlichkeiten einer Örtlichkeit X gibt es beliebige, damit meine ich kleine, Schnitte und Vereinigungen. Vielleicht sollte ich Meets und Joints sagen. Also Infima und Suprema. Und zwar zum einen, man könnte sich für den Join von ganz vielen Unterörtlichkeiten interessieren. Also die kleinste Unterörtlichkeit, die gerade all die gegebenen X, J, I umfasst. Da stellt sich raus, das ist XK, wobei K ganz einfach definiert ist. Nämlich K von U ist das Infimum über all die JI von U. Also Vereinigen von Unterörtlichkeiten entspricht Schneiden der entsprechenden Kerne. Was wieder Sinn ergibt, weil ja Kerne und Unterörtlichkeiten zueinander dual sind. So, ich hätte nicht so viel Aufhebens um die Proposition gemacht, wenn es bei B nicht anders wäre, die Formel. Also, wenn man ganz viele Unterörtlichkeiten miteinander schneiden möchte, dann kommt auch etwas raus, was wir XK nennen können. Aber K von U ist jetzt ein bisschen komplizierter. Insbesondere ist es nicht einfach das umgedrehte Ding. Das ist nämlich im Allgemeinen auch gar kein Kern. Sondern was es ist, ist Folgendes. Und sicherheitshalber lasst noch eine Klammer einziehen. Das da. So, das hat eine anschauliche Interpretation, die ich jetzt aber nicht bringen werde, weil wir wollen weitermachen, weiterkommen zu Topoi. Insbesondere ist diese Definition hier ganz, ganz eng verwandt mit einem der coolsten Fixpunktsätze, die ich kenne. Nämlich dem Fixpunktsatz von Knaster-Tarski, den jeder Informatiker hier an der Uni kennt, aber kaum ein Mathematiker, obwohl es ein richtig geiler Fixpunktsatz ist. Mit Hilfe des Fixpunktsatzes von Knaster-Tarski kann man zum Beispiel auf diese Darstellung von K kommen. Alle, die das interessieren, können mich einfach bei Gelegenheit ansprechen. Vielleicht machen wir auch noch eine Übungsaufgabe dazu. Aber ich wollte auf jeden Fall, dass ihr diese Formeln einfach habt. Diese Infima hier, die existieren in dem Rahmen. Es war zwar nicht irgendwie fundamental zum Rahmen, wir hatten da nur beliebige Suprema gefordert, aber wir hatten angemerkt, dass eine Partialordnung, die die beliebige Suprema hat, automatisch auch beliebige Infima hat. Dafür haben wir eine explizite Formel angegeben. Wer ein bisschen krasser drauf ist, kann aber auch das adingierte Funktortheorem bemühen oder sowas, um das zu zeigen. Gut, das dazu und jetzt möchte ich noch eine witzige Sache zu Örtlichkeiten machen und dann geht's los mit Topoi.
würde gerne definieren, was ein Modell einer propositionalen geometrischen Theorie in einer Örtlichkeit ist. Ein Modell einer propositionalen geometrischen Theorie T in einer Örtlichkeit X besteht aus der Angabe von ganz vielen offenen von X, und zwar je einem für jede atomare Proposition von der Theorie T. Wenn wir das Modell M nennen, können wir das zum Beispiel dann so schreiben: Interpretationsklammern bezüglich M von Phi. So. Für alle atomaren Propositionen Phi von der Theorie T. Ich bin machtlos in diesem Raum. So, dass irgendwelche Axiome natürlich erfüllt sind. Sodass die Axiome von T erfüllt sind im Sinne von, wenn das ein Axiom ist, dann soll auch das da kleiner gleich sein wie das da. Und wenn ihr genau aufpasst, dann seht ihr, dass die Definition noch unvollständig ist, weil ich zwei auftretende Objekte noch gar nicht erklärt habe. Und zwar definiert als Bestandteil von so einem Modell war ja nur die Interpretation für atomare Propositionen. Wir können das noch betonen, indem wir hier Phi 0 oder so dazu schreiben. Und plötzlich hier verwende ich beliebige Formeln für Psi, nicht nur atomare Propositionen. Das muss also noch definiert werden, ja? Und das wird wie folgt definiert. Bei Psi genauso. Also für atomare Propositionen ist es schon vorgegeben. Das ist Teil des Datums, was ein Modell ausmacht. Aber jetzt gibt es ja noch zusammengesetzte Formeln. Das können Konjunktionen sein und beliebige Disjunktionen. Eine Konjunktion von Formeln wird rekursiv wie folgt angegeben. Hier ist es das logische Und. Und hier ist es, was auch immer die Infima im Rahmen der offenen von X ist. Und dann brauchen wir das noch für Disjunktionen. Das ist das dann. Und jetzt ist alles definiert, was wir brauchen. Das ist die logische Disjunktion. Das ist, was auch immer die Suprema im Rahmen sind. Lasst uns ein Beispiel machen, nämlich zum Beispiel, lasst uns anschauen, wie Modelle von der Theorie der Dedekindschen Schnitte aussehen in der einpunktigen Örtlichkeit.
ein Modell der Theorie der Dedekindschen Schnitte. In Punkt, in der einpunktigen Örtlichkeit. Und zur Erinnerung, die offenen von Punkt waren, also der Rahmen der offenen war genau Omega. Das war die Potenzmenge der einelementigen Menge, Herzchen. In klassischer Logik meinetwegen nur die leere Menge und ganz Omega. Okay, und wodurch ist das jetzt gegeben? Ich behaupte, ist gegeben durch einen Dedekindschen Schnitt. Im üblichen Sinne. Nennen wir das Modell M, dann bin ich auch in der Lage anzugeben, wie der Dedekindsche Schnitt wirklich aussieht. Nehme ich halt sowas wie L und U. Wobei, welche Zahlen liegen jetzt in L drin? All die rationalen Zahlen, für die Folgendes gilt. So, in der Theorie der Dedekindschen Schnitte gab es doch die atomare Proposition Lx. Das ist jetzt also irgendein offenes von der einpunktigen Örtlichkeit. Das ist also ein Element von Omega. In klassischer Logik also ist es entweder das kleinste oder das größte Element von Omega. Und ich meine jetzt diejenigen Ls, die das größte, wo das Lxm das größte ist. Das heißt, wo Herzchen drin enthalten ist. Genauso mit U. So, jetzt ist die Frage, warum erfüllt LU die Axiome von dem Dedekindschen Schnitt? Das liegt genau daran, dass wir die Modellinterpretationsklammern so definiert haben und dass diese atomaren Propositionen Lx und Ux genau die Axiome von dem Dedekindschen Schnitt erfüllt haben, nur in der Sprache der propositionalen geometrischen Theorien. Und umgekehrt, wenn ihr so einen Dedekindschen Schnitt habt, LU, gegeben durch irgendwelche Teilmengen von Q, welche aber wirklich die Axiome von dem Dedekindschen Schnitt erfüllen, dann kann man daraus ein Modell von dieser Theorie basteln, indem man das genau umdreht. Umgekehrt, indem man also zum Beispiel sagt, die Interpretation von Lx bezüglich des Modells M, das sind dann genau all diejenigen Herzchen, sodass x in L liegt, wobei L eben der untere Teil von dem gegebenen Dedekindschen Schnitt ist. Das ist auch in der Tat eine Teilmenge von Omega, ein Element von Omega. So, jetzt schlage ich vor, lassen wir die Promotion nicht warten und ziehen um in den Kaffeeraum, in der Hoffnung, dass da frei ist. Okay, willkommen zurück. Lasst uns das Mutter aller Beispiele für Modelle kennenlernen, das nämlich sogenannte universelle Modell, welches jede proportionale geometrische Theorie hat. So, wenn wir das Modell angeben wollen, müssen wir also für jede atomare Proposition phi 0 von dem Modell ein offenes angeben. Wo liegt das Modell? Es ist kein Modell von Z, es ist kein übliches Modell, wie es sonst in der Logik untersucht wird, sondern also es ist kein Modell im einpunktigen Raum, sondern in dieser ganz speziellen Örtlichkeit, die maßgeschneidert ist auf T. Die offenen davon waren Äquivalenzklassen von Formeln, also ist das eine akzeptable Definition. Und es ist tautologisch, dass diese Zuordnung wirklich ein Modell liefert, weil der Rahmen auf der rechten Seite genauso gemacht ist, dass die Axiome der Theorie gelten. Jetzt zeigt euch, warum ist das universelle Modell so cool. Dazu brauchen wir Definition und dann wird die Proposition an der anderen Tafel die Antwort drauf geben. Es ist so, immer wenn wir ein Modell von irgendeiner Theorie haben in irgendeiner Örtlichkeit y und wenn wir einen Morphismus von Örtlichkeiten haben von x nach y, dann können wir das Modell zurückziehen und es bleibt dabei ein Modell. Wie geht das? Naja, wir müssen wieder für jede atomare Proposition phi 0 von derselben Theorie t müssen wir angeben, was die Interpretation von dieser atomaren Proposition sein soll, welches offene von x das sein soll. Und das machen wir wie folgt.
Hier hinten haben wir ein bestimmtes Offenes von y. Und das können wir einsetzen in den Rahmenmorphismus, der zu dem f gehört und der ja in die andere Richtung geht. Der Rahmenhomo f hoch minus 1 geht von den Offenen von y in die Offenen von x. Und dadurch, dass Rahmenhomos immer kompatibel sein müssen mit endlichen Meets und beliebigen Joints, wird das automatisch auch wieder ein Modell. Wir sagen auch, dass dieses Modell f hoch minus 1, dass das das zurückgezogene Modell ist von M längs F. Ja? Oder auch Pullback. Und die Proposition wird jetzt sagen, jedes Modell überhaupt von T ist Rückzug von U. Sei T eine propositionale geometrische Theorie, sei X eine Örtlichkeit, dann gibt es eine Bijektion wie folgt. Kanonisch. Einmal von den Örtlichkeitsmorphismen von L in die klassifizierende Örtlichkeit von T. Das steht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite steht die Menge aller T-Modelle in X. Und wie sieht die Korrespondenz aus? Wenn wir so einen Örtlichkeitsmorphismus haben, F, dann können wir daraus ein Modell basteln, indem wir nämlich das universelle Modell zurückziehen. Lasst uns das vielleicht U-Index T nennen. Ja, jede propositionale geometrische Theorie hat ihr eigenes universelles Modell. Und umgekehrt, wenn wir ein Modell haben von T in X, dann kriegen wir daraus so einen Örtlichkeitsmorphismus. Also irgendwie F, gegeben durch ein Rahmenhomo in die andere Richtung. Und wie sieht er aus? Naja, der schickt irgendeine Formel phi auf die Interpretation von phi laut dem Modell. Kurzer Check, dass das wohl definiert ist. Wenn wir hier eine Formel psi haben, die nicht dieselbe ist wie phi, aber beweisbar äquivalent zu phi ist, dann sind auch die Offenen, die da rauskommen, gleich. Und zwar exakt gleich. Weil ja diese Interpretationsklammern die Axiome von der Theorie T mitmachen. Das war gefordert. Und jetzt kann man nachrechnen, dass die zueinander invers sind. Und so ist also jedes Modell überhaupt Rückzug von dem universellen Modell. Und das ist jetzt nicht so ungeil, denn wenn wir es schaffen, irgendwas rauszufinden über das universelle Modell, dann haben wir es automatisch rausgefunden für alle Modelle in allen Örtlichkeiten. Und das ist ganz schick. Es ist schon auch tautologisch, weil das universelle Modell wurde eben gerade syntaktisch konstruiert unter Zuhilfenahme der Lindenbaum-Algebra, in dem ja genau dann zwei Sachen zueinander kleiner gleich sind, wenn das andere bedingt. Also es ist schon keine Überraschung, es ist nicht irgendwie ein tiefgreifendes mathematisches Theorem. Aber es ist sehr, sehr gut, dass wir das haben, es ist sehr interessant zum Denken und in vielen Fällen gibt es nochmal eine ganz andere Beschreibung von der klassifizierenden Örtlichkeit, eine, die nicht rein syntaktisch, tautologisch konstruiert ist. Und dann ist das wirklich wertvoll, dieses universelle Modell zu haben. Und um euch einen kleinen Geschmack davon zu geben, möchte ich euch noch ein Beispiel zeigen. Und zwar möchte ich gerne die Quadratfunktion angeben. Also, wie kann man schnell und einfach die Quadratfunktion von R nach R definieren?
So, ihr könntet sagen, naja, kein Problem, ich schicke halt x auf x Quadrat. Aber ich meine es ja jetzt schon eine Stufe interessanter, nämlich was ist mit r gemeint? Damit ist halt die Örtlichkeit r gemeint. Das war die klassifizierende Örtlichkeit der Theorie von einem Dedekindschen Schnitt. Also irgendwie sowas, ja. Die Punkte von dieser Örtlichkeit, die Punkte von diesem R, wie es so konstruiert waren, die standen in kanonischer 1:1 Beziehung zu den reellen Zahlen, wenn man sie mit den Dedekindschen Schnitten baut. Aber trotzdem ist die Örtlichkeit R was anderes als dieser topologische Raum. Und auch wenn man von diesem topologischen Raum wieder mit L die Örtlichkeit bildet, wird man in konstruktiver Mathematik nicht unbedingt wieder die richtige Örtlichkeit R zurückerhalten, sondern irgendeine Proto-Örtlichkeit, die die reellen Zahlen irgendwie annähert, aber nicht wirklich die Örtlichkeit R ist. Okay, und dann ist es viel schwieriger auf den ersten Blick, die Quadratfunktion zu definieren, weil das heißt ja, ich muss einen Rahmenhomo in die andere Richtung angeben und es erscheint irgendwie viel komplizierter, als dass ich einfach sage, wohin Punkte gehen, dass ich einfach sage, naja, x geht auf x mal x. Und es ist in der Tat also zunächst ärgerlich. Es wäre schade, wenn man Morphismen zwischen Örtlichkeiten nicht genauso lockerflockig definieren könnte wie Morphismen zwischen topologischen Räumen, wo es ja genügt, die auf Punkten anzugeben und dann Stetigkeit nachzurechnen. Aber es stellt sich heraus, mit dieser Sache, mit dem universellen Modell, geht das bei Örtlichkeiten genauso einfach wie bei topologischen Räumen und tatsächlich noch einfacher, weil man Stetigkeit nicht nachrechnen muss, weil man die geschenkt bekommt. Und ich will euch das gerade noch schnell zeigen, bevor wir dann zu Topper kommen. Also das geht so. Ich will die Quadratfunktion definieren. Ja? Ich erinnere mich an die Proposition rechts. Morphismen R nach R stehen in kanonischer 1:1 zur Korrespondenz zu Modellen von der Theorie der Dedekindschen Schnitte in R. Und damit ist das vordere R hier gemeint. Das heißt, wenn wir so einen Morphismus angeben wollen, genügt es, ein bestimmtes Modell von T-Dedekind in R anzugeben. Die Quadratfunktion ist durch folgendes Modell gegeben. So, zur Erinnerung, die Theorie der Dedekindschen Schnitte, die hatte als atomare Propositionen diese Lx für jede rationale Zahl x. Und sie hatte die Ux auch für rationale Zahlen. Und die müssen wir jetzt angeben. Und was wir zur Verfügung haben in dem vorderen R, ist aber auch das universelle Modell von T-Dedekind in R, also das U-T-Dedekind. Und das können wir jetzt gewinnbringend ausnutzen. Dazu müssen wir nur vorher uns noch eine Sache klar werden, nämlich, was ist eigentlich die Quadratfunktion? Wie sieht die aus? Normalerweise hätte ich gesagt, na gut, die schickt halt x auf x Quadrat. Aber das unterstellt, dass ich schon die Multiplikation definiert habe, ne? Damit ich x Quadrat als x mal x schreiben kann. Wenn wir quasi ganz am Anfang von unserer Analysis 1-Karriere sind, dann muss ich das ein bisschen expliziter machen und ich muss sagen, wohin ein Dedekindschen Schnitt LU geht, weil die Rennzahlen sind definiert in einer Standard-Anna-1-Vorlesung, meinetwegen, also wenn die Professorin das macht, vielleicht, Lukas, kannst du entgegenwirken? Ah, du musst, glaube ich, abwarten, bis du entgegenwirken kannst. Die Rennzahlen können ganz normal in einer normalen Analysis 1-Vorlesung als Dedekindschen Schnitte definiert sein. Also müssen wir jetzt irgendwie sagen, na gut, dann kommt halt hier ein neuer Dedekindscher Schnitt raus. Und jetzt müssen wir noch sagen, welcher das sein soll. Gut, und welche Zahlen sind im anschaulichen Sinne kleiner als x Quadrat? Ich würde sagen, das sind all die Zahlen, die kleiner gleich 0 sind. Oder, und jetzt machen wir einen Bezug zu L, weil L enthält ja anschaulich all die Zahlen, die kleiner als das x sind, kleiner als das LU sind. Und wenn man sich minimal konzentriert, ich
Ich behaupte nicht, dass ich das gemacht habe bei der Vorbereitung, deswegen ist es vielleicht falsch, aber ihr kriegt es dann besser hin. Kommt Folgendes raus. Ja, wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann sehe ich das, das x hier als kleiner an als das LU im Quadrat. Weil das x entweder kleiner gleich 0 ist oder weil es eine reelle Zahl gibt, sodass, eine rationale Zahl r gibt, sodass r kleiner als LU ist und q kleiner als r Quadrat ist. Das heißt ja auf Deutsch sowas ähnliches wie das hier. Das heißt, dass Wurzel x kleiner als r ist und r kleiner als l ist. Zusammengenommen sollte das die Bedingung darstellen, dass eben dieses Teil kleiner ist als LU im Quadrat. Möglicherweise habe ich mich vertan, dann vielleicht kommt dann einfach in einer Minute eine Korrektur von euch. Kann gut sein. Mein Punkt ist, man muss sich halt überlegen, was man überhaupt mit Quadrat meint. Und das heißt, man muss den dedikierten Schnitt dazu angeben. Und also das ist etwas, was wir sowieso machen müssten. Ja? Und für den oberen Teil U ist mir Folgendes eingefallen. Das da. Wenn euch das interessiert, dann prüft das. Aber es ist auch gar nicht der Punkt. Mein Punkt ist, man muss halt die Funktion angeben, indem man sagt, wohin, auf welchen Dedekindschnitt sie irgendeinen Eingabe-Dedekindschnitt schickt. Und das muss man halt irgendwie machen. Das müsste man quasi auch in einer normalen Analyse 1, wenn man nicht vorher die Multiplikation definiert. Was hilft mir das jetzt? Nun, was hilft mir? Das hilft mir wie folgt, als dass wir, was auch immer da genau steht, es geht mir nicht um die Details, wo jetzt welcher Quantor steht, aber ich kann jedenfalls genau die Konstruktion von dort auch einfach nachmachen. Und zwar, indem ich sie für das universelle Modell nachmache. Und was auch immer rauskommt, definiere ich als das neue Modell. Ich zeige euch, was das konkret bedeutet. Das heißt, das da oder so. Und hier ist es x größer gleich 0 und so und so. Also ich krieg's gerade nicht hin, was die richtige Bedingung ist, aber das ja. Alles klar. Weil wenn r irgendwie super klein ist, dann ja. Ist die zweite Bedingung auf jeden Fall erfüllt. Kann gut sein. Dann verwenden wir folgendes Symbol, was nicht häufig genug verwendet wird in der Mathematik. Die Menge l' ist ungefähr diese Menge. Okay, ihr kriegt das auf jeden Fall hin. Ja, irgendeine Formel. So, und dann dupliziere ich also genau die Definition nur fürs universelle Modell. Und dann kriege ich irgendein Modell raus. Die Tatsache, dass das ein Modell ist, also dass es wirklich ein Modell ist, nicht irgendeine Zuordnung, liegt daran, dass man nachrechnen kann, wenn man die Definition richtig machen würde, dass L' und U' wirklich wieder dedekindische Schnitte sind. Gut, und dadurch, dass das Modell angegeben hat, bekommt man mit dieser Korrespondenz wirklich eine örtlichkeitstheoretische Abbildung von R nach R. Und so entsteht der Eindruck, dass man wieder dass es genügen würde, auf Punkten eine örtlichkeitstheoretische Abbildung anzugeben, obwohl das in Wahrheit nicht genügt. Wenn er abgeschrieben hat, will ich eine Sache nochmal dazu sagen und dann zur Topik kommen. Ihr könnt
diesen Standpunkt nachlesen in wunderschönen Notizen von Steve Vickers. Die heißen irgendwie Locales, Topices and Spaces oder so ähnlich. Ist auch egal, wenn ihr einen falschen Artikel, einen anderen von Steve Vickers bekommt, weil Steve Vickers schreibt exzellent und alles, was er schreibt, ist extrem lesenswert. Also geht einfach auf seine Website. Der hat das so ein bisschen zu seinem Forschungsprogramm gemacht, dass er versucht, alle Konstruktionen in der Mathematik, die ihn so interessieren, geometrisch neu zu machen. Das heißt eben ohne Implikation, ohne für alle, weil man dann diese Magie verwenden kann. Und ich will sie einmal nochmal kurz versuchen, auf den Punkt zu bringen und dann geht's zu Top 1. Also, was nicht genügt, wenn man einen Örtlichkeitsmorphismus angeben möchte, ist, es genügt nicht, einfach eine stetige Abbildung von dem Raum der zugrunde liegenden Punkte anzugeben. Weil eine Örtlichkeit ist viel mehr als die Summe ihrer Punkte. Eine Örtlichkeit könnte nicht trivial sein, obwohl sie keinen einzigen Punkt hat. So, das genügt nicht. Aber was man machen kann, ist wie folgt. Man kann die Illusion erzeugen, als ob das doch genügen würde. Nämlich, was auch immer das für eine Örtlichkeit hinten ist, das ist die klassifizierende Örtlichkeit von einer Theorie. Der hat also ein universelles Modell. Dieses universelle Modell kann ich hierhin zurückziehen. Das ist dann nicht mehr ein universelles Modell, aber immer noch ein Modell derselben Theorie. Jetzt kann ich versuchen, ein neues, okay, also es war richtig, was ich gesagt habe, aber es bringt mir nichts, ich muss nochmal anfangen, tut mir leid. Das vordere R, das ist die klassifizierende Örtlichkeit von irgendeiner Theorie. Also es kann auch X und Y sein statt R und R. Ja? Also das ist die klassifizierende Örtlichkeit von irgendeiner Theorie. Deswegen gibt es da drin ein universelles Modell. Jetzt kann ich versuchen, aus diesem einen universellen Modell ein neues Modell zu bauen. Und zwar eines für die Theorie, welches die Zielörtlichkeit klassifiziert. Das sieht dann genauso aus, als ob ich eine mengentheoretische Abbildung von den Punkten von vorne in die Punkte von hinten angeben muss. Okay, und wenn ich das hier vorne, ein Modell von der Theorie, die zu dieser Örtlichkeit gehört, gebaut habe, dann kriege ich über die Proposition sofort genau einen Örtlichkeitsmorphismus, der dazu korrespondiert. Also anstatt etwas für alle Punkte zu machen, was nicht genug ist, örtlichkeitstheoretisch, mache ich es halt für das eine universelle Modell, was aber so aussieht wie ein Punkt. Ja? Die Gesamtheit all dieser LRUT-Dedekinds, die fühlen sich an einfach wie ein Dedekindscher Schnitt, weil sie die Axiome von einem Dedekindschen Schnitt erfüllen. Und mit der internen Sprache von Topoi, die hoffentlich heute gleich noch kommt, kann man diesen Eindruck noch ein bisschen verschärfen, sodass es wirklich aussieht einfach wie Mengenlehre. Sodass genau die Definition, die ich hier hingeschrieben habe, dass ich die wortwörtlich übernehmen kann. Ich muss vielleicht die Elementzeichen durch Doppelpunkte ersetzen oder so, aber ansonsten passt die dann wortwörtlich. Okay, und automatisch bekomme ich Stetigkeit geschenkt, in dem Sinne, als dass das wirklich ein Morphismus von Örtlichkeiten ist. Das heißt, wenn man in der Analysis 1 lernt, dass man zwei Sachen machen muss, um so eine stetige Abbildung anzugeben, nämlich erstens nachrechnen, dass das wohl definiert ist, dass das wirklich wieder ein Dedekindschen-Schnitt ist, und zweitens Epsilon-Delta nachrechnen, dann ist es eine Lüge. Das erste genügt. Ja? Dadurch kriegt man nämlich die Örtlichkeitsabbildung und jetzt kann man auf Punkte gehen und dann würde man auch die traditionelle Quadratfunktion bekommen, die zwischen den topologischen Räumen verläuft. Es wird eine Übungsaufgabe sein, dass ihr mal versucht rauszufinden, gegeben das da, oder vielleicht machen wir es auch bei einer einfachen Funktion als der Quadratfunktion, dass ihr mal rausfindet, was denn eigentlich die Epsilon-Delta-Abhängigkeit ist, die automatisch von der Theorie geliefert wird. Wir haben alles, was wir gemacht haben in der Vorlesung, ist ja konstruktiv. Die induzierte Abbildung auf Punkten ist eine stetige Abbildung, konstruktiv. Deswegen wird sie stetig sein im ganz normalen Sinne, Epsilon-Delta, und daher wird es also zu jedem Epsilon ein Delta geben. Und die Frage ist, welches ist das dann eigentlich in dieser Situation? Das ist eine ganz gute Aufgabe, um einfach quasi auch um all Dilemmata sich da durchzuwühlen, die wir jetzt gemacht haben. Das einmal durchzuwechseln. Gibt es Fragen? Dann lasst uns mit Topos-Theorie anfangen. Ich glaube, Abschnitt 1 waren Örtlichkeiten und Abschnitt 2 werden jetzt Sieten sein. Und Abschnitt 3 wird die interne Sprache von Topoi sein.
Gut. Definieren wir, was ein Situs ist. Ein Situs ist eine kleine Kategorie. Das Klein ist hier mehr oder weniger wichtig. Es sei denn, ihr interessiert euch nicht für mengentheoretische Schwierigkeiten, dann ist es egal. Ein Situs ist eine kleine Kategorie C zusammen mit der Angabe einer Bedeckung. Diesen Begriff hat Lukas Stoll geprägt. Ich finde ihn ziemlich schön. Das englische Original wäre Coverage. Wenn euch noch bessere Übersetzungen einfallen, dann nur los damit. Was ist eine Bedeckung? Das heißt, der Angabe von, das heißt der Auszeichnung von gewissen Mengen von Morphismen als Überdeckungen. Also so wie manche Teilmengen von einem topologischen Raum einfach als offen bezeichnet werden, werden manche Mengen von Morphismen als Überdeckungen bezeichnet. Natürlich müssen gewisse Axiome gelten, die jetzt gleich kommen. Bisschen präziser formuliert: Für jedes Objekt U aus C eine Menge Koff von U von Überdeckungen von U. Und was ist eine Überdeckung von U? Eine einzelne Überdeckung von U ist eine Menge von Morphismen mit Ziel U. Eine Menge von Mengen von Morphismen nach U. Sodass folgende Axiome erfüllt sind. So, und jetzt kommen drei Axiome. Die brauchen etwa eine halbe Seite Platz. Aber ich möchte euch vorher ein Beispiel verraten von einem Situs, damit ihr mitdenken könnt, wenn die Axiome niedergeschrieben werden, dass die sinnvoll sind. Und diejenigen von euch, die keinen Fetisch auf Adduktionen und Limiten und so weiter haben, die können einfach immer, wenn es im Folgenden um Siten geht, sich an dieses Beispiel erinnern. Das ist nicht ganz allgemein, aber es ist immer noch wahnsinnig allgemein und immer noch gut. Sei x eine Örtlichkeit, meinetwegen die Örtlichkeit, die zu dem topologischen Raum gehört. Dann induziert, dann erhalten wir folgenden induzierten Situs. C. Also C ist eine Kategorie, das heißt, wir müssen die Objekte von der Kategorie angeben. Die Objekte werden all die offenen sein von x. U für U aus der Menge der offenen. Dann müssen wir die Morphismen angeben. Also was wir als Morphismen von U nach V bezeichnen wollen. Und das machen wir wie folgt. Wir gönnen uns genau einen Morphismus, V,
falls u kleiner gleich wie v ist. In klassischer Logik sähe das also wie es folgt aus. Die Menge der Morphismen enthält genau ein Element, falls u kleiner gleich v ist. Und sie ist die leere Menge andernfalls. Und was ist jetzt eine Bedeckung? Oder welche Bedeckung wollen wir darauf wählen? Wir müssen jetzt also für jedes Objekt der Kategorie, das heißt für jedes offene, angeben, was die Überdeckungen von U sein sollen. Das sollen jetzt also irgendwelche Mengen von Morphismen sein, ja? Und jetzt müssen wir spezifizieren, welche Mengen von Morphismen das sein sollen. Und was ich da sagen will, ist wie folgt. Also wie sieht denn so eine Menge M aus? Diese Menge M, die enthält doch lauter Morphismen. Lauter Morphismen nach U. Und was wir machen können ist, das ist jetzt super kryptisch aufgeschrieben, aber es soll was ganz Einfaches bedeuten. Es soll einfach Folgendes bedeuten. Wir schauen uns die Menge M an. M enthält ganz viele Morphismen mit Ziel U. Die Quellen können irgendwelche offenen sein. Der Pfeil ist auf keinen Fall irgendwie eine Funktion, soll keine Funktion bedeuten oder so. Ja? Das ist, soll halt heißen, Sternchen ist ein Morphismus von V nach U in der Kategorie. Das drückt einfach nur aus, dass V kleiner gleich wie U ist. Jedenfalls enthält also M ganz viele solche Morphismen. Und was wir jetzt auch vereinigen, sind all die Quellen dieser Morphismen. Und genau dann, wenn da genau wieder U rauskommt, dann sagen wir, dass M eine Überdeckung ist von U. Wenn ihr das nochmal ein bisschen anders schreiben wollt, vielleicht verständlicher, dann wäre das so aufgeschrieben. DOM von F bezeichnet die Domain von einem Morphismus, also das Quellobjekt. Und das sind ja irgendwelche offenen. Okay, und das drückt die anschauliche Vorstellung von der Überdeckung aus. Ja, wenn ein offenes das Supremum von ganz vielen anderen offenen ist, dann heißt die ganz vielen anderen offenen oder die Gesamtheit derer, die Menge derer, heißt Überdeckung von U. Gut, und da sind jetzt gewisse Axiome erfüllt. Die ich einfach nachtragen werde, weil wir wollen zu Gaben kommen. Und es ist wichtiger, dass jetzt erstmal die Konzepte sitzen, anstatt welche Axiome genau da sitzen. Das sind so Axiome wie angenommen, man hat ein U durch ganz viele UIs überdeckt und angenommen, jedes UI hat man durch UIJs überdeckt, dann kann man die Gesamtheit dieser UIJs nehmen und das wird dann auch wieder eine Überdeckung von U sein. Axiome dieser Art. Oder ein anderes Axiom sagt, eine Überdeckung von jedem U ist einfach gegeben durch das eine U. Ja? Durch die einelementige Menge, die nur den Identitätsmorphismus nach U enthält. Solche Dinge. Aber es dauert ein kleines bisschen aufzuschreiben. Und wir wollen lieber noch die interne Sprache machen. So, dann definieren wir jetzt, was eine Garbe ist über einem Situs. Und dann kommt gleich die Einordnung in den Gesamtkontext. Eine Garbe F über einem Situs C ist ein Funktor, Groß F von C ob nach Z. Für diejenigen, die nicht ganz sicher sind, was ein Funktor sind, buchstabiere ich das nochmal aus in den Notizen. Ihr könnt auch auf Wikipedia nachschauen. Es ist
Es ist überhaupt nichts Schlimmes, ja. Ich brauche hier nicht große Kategorien dafür. Ich verwende nur das Wort Funktor. Ist ein Funktor, der das Gabenaxiom erfüllt. Und das lautet wie folgt. Für alle Objekte des Situs und für alle Überdeckungen dieses einen Objekts gilt Folgendes. Für alle kompatiblen Familien S Index F, F aus M, und was kompatibel ist, wird gleich erklärt werden. Für alle kompatiblen Familien existiert exakt ein S aus F von U, sodass was gilt? Sodass für alle F aus M gilt, das da. Was heißt kompatible Familie? Das heißt Folgendes, für alle V aus Ob C und für alle F und G aus M und für alle A von V in die Domain von F und für alle B von V in die Domain von G gilt folgende Implikation. Wenn A prä F dasselbe ist wie B prä G, dann ist F von A von SF dasselbe wie F von B von SG. Zur Erinnerung, diese Pränotation, das ist das, was man immer machen sollte. Und klassisch wird das so geschrieben. F Kringel A bzw. G Kringel B. So, die Definition ist wahnsinnig abstrakt, wenn man sie das erste Mal sieht. Deswegen machen wir ein Beispiel. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Genau. Ich meine, es sieht wirklich extrem abstrakt momentan aus, aber du hast völlig recht. Stellt euch vor, es gibt ein S mit dieser Eigenschaft. Dann erfüllt die Familie der SFs auf jeden Fall diese Bedingung, wie ihr nachrechnen könnt, unter Verwendung der Funktoraxiome. Das heißt, dass diese SF eine kompatible Familie bilden, ist eine notwendige Bedingung dafür, dass überhaupt eine Chance existiert, dass so ein S existiert. Okay, und der Unterschied von einer Garbe zu einem beliebigen Funktor, welche dann auch Prägarben genannt werden, ist halt der, dass für jede Familie, die eine Chance hat, verklebt zu werden, auch wirklich exakt eine Verklebung existiert. Das drückt das aus. Aber ohne die geometrische Vorstellung ist es immer noch wahnsinnig komisch. Beispiel. Lass mal klassisch sein, ja? Lass mal, sei x ein topologischer Raum. Dann ist folgender Funktor
der heißt oft C ohne das Geschwungene, dann ist folgender Funktor eine Garbe auf X. Dann ist das da. Eine Garbe auf X. Ein kleines notationelles Detail, bevor wir eine Skizze dazu anfertigen. Eigentlich muss doch hier irgendwie so ein Situs ob stehen, die duale Kategorie zu einem Situs. Scheint hier nicht der Fall zu sein, weil U von X ist ja ein Rahmen, keine Kategorie. Aber was ich damit meine, ist einfach der Situs, der hier steht. Und wenn ich ganz normal sein will, muss ich hier L von X schreiben, weil ich das ja nur für Örtlichkeiten definiert habe und nicht für topologische Räume. Aber es ist in jedem Fall nichts Beängstigendes. Die Objekte von dieser Kategorie sind halt genau die offenen Teilmengen von X. Und jeder so eine offene Teilmenge ordnet mir zu, die Gesamtheit aller Abbildungen von U nach R, welche stetig sind. Okay, und jeder, der Gaben heute das erste Mal kennenlernt, muss sich unbedingt klar machen, dass das, was ich in den nächsten 30 Sekunden sagen werde, stimmt. So, U könnte meinetwegen einfach die reelle, irgendein Teil von, ja, oder X könnte die reelle Achse sein. Und dann haben wir nach oben die Y-Achse. Und jetzt will ich kurz mal einzeichnen, was eine kompatible Familie ist. Eine kompatible Familie, den Begriff gibt es überhaupt nur für offene und dann für Überdeckung von so einem offenen. Also wähle ich mir jetzt irgendein offenes aus, sagen wir das offene von hier bis hier, das sei U. Und das überdecken wir jetzt. So wie wir hier Überdeckung definiert haben, ist eine mögliche Überdeckung zum Beispiel folgende. Einmal, ich zeichne das unterhalb, aber nur damit man sieht, ich müsste das eigentlich auf die Linie zeichnen. Einmal das da, das wäre U1. Und dann, das zeichne ich noch weiter unterhalb, aber nur, dass man sieht, das da, das wäre U2. Und die Menge, die aus U1 und U2 besteht, das wäre dann eine der vielen Überdeckungen von U. Bisschen genauer. Die Menge, die aus dem einen Morphismus von U1 nach U und dem einen Morphismus von U2 nach U besteht. So, diese Menge, das wäre eine Überdeckung von U. So, und wie sieht jetzt so eine kompatible Familie aus? Ich hatte hier noch vergessen dazu zu schreiben, was überhaupt die SFs sind, aus welcher Menge die stammen. Jedes einzelne SF soll aus F von der Domain von F stammen. Das heißt, so ein S1 soll stammen aus C, weil die Gabe hier C heißt, von U1. Das heißt, das soll irgendeine stetige Funktion sein nach R, die auf U1 definiert ist. Das heißt, das könnte vielleicht diese Funktion sein. Das könnte S Index 1 sein. Oder wenn ich formal wäre, dann muss ich ja den Namen des Morphismus in Index schreiben. Und dann schreibe ich das. Also das könnte ein S1 sein. Und ein S2 könnte zum Beispiel das sein. Und die Frage, die sich stellt und die das Gabenaxiom dann eben immer positiv beantwortet, unter der Voraussetzung der Kompatibilität, die hier übrigens nicht erfüllt ist, ist, gibt es ein S auf ganz U definiert, sodass, wenn ich das in diese C von Fs einsetze, sodass dann die alten S1 und S2s wieder rauskommen. Damit ich die Frage überhaupt noch richtig beantworten kann, sollte ich hier vielleicht noch sagen, was diese Groß C von F sind, die sehen so aus, also wenn wir ein F haben von U nach V,
Das heißt ja einfach nur, dass wir die Information haben, dass U eine Teilmenge von V ist. Dann müssen wir also eine Abbildung angeben von C von V nach C von U. Und da geben wir folgende Abbildung an, die nimmt eine Funktion Phi, die auf V definiert ist, und schränken sie ein zu einer Funktion, die auf U definiert ist. Und die Sache, die ihr euch jetzt eben klar machen müsst, ist, dass das Gamma-Axiom genau ausdrückt, dass in Situationen wie diesen, aber nicht dieser, weil die nicht kompatibel sind, dass dann ein Schnitt S existiert, eine Funktion, die auf U definiert ist, die ich irgendwie in weiß einzeichnen oder in lila einzeichnen könnte, sodass, wenn ich die einschränke auf die offenen Teile, die gegeben waren, dass dann genau die beiden Kurven rauskommen. Das ist hier nicht möglich, denn keine stetige Funktion und auch keine unstetige Funktion, die ich auf ganz U einzeichnen kann, würde eingeschränkt auf U1 S1 liefern und eingeschränkt auf U2 S2 liefern. Weil hier in der Mitte gäbe es Bedingungen, die sich gegenseitig widersprechen. Also diese Familie besteht aus S1 und S2, die ist nicht kompatibel. Aber ich könnte eine andere Familie einzeichnen. Ich könnte das da zum Beispiel auch als S2 nehmen. Das geht hier genau übereinander. Jetzt ist es eine kompatible Familie und jetzt stimmt es in der Tat, dass es möglich ist, die beiden Schnitte zu einem globalen Schnitt auf ganz U zu verkleben, nämlich zu diesem. Das ist eine Garbe. So, das tut mir leid, dass es jetzt so ein bisschen schnell geht und auch ein bisschen schwierig ist, wenn man Kategorientheorie nicht gewohnt ist. Was wir jetzt trotzdem noch machen, ist, wir führen Topper ein. Das Kapitel über Sieden ist tatsächlich schon beendet. Und also ich betone nochmal, die Leute, die nicht extrem happy mit Kategorientheorie sind, die können viele Sachen runterkompilieren und dann werden sie wieder viel einfacher. Die denken halt einfach nur an diese Sieten und ich kann auch, wenn ihr wollt, nochmal das Gamma-Axiom hinschreiben, spezialisiert auf die Sieten, könnt ihr es auch auf Wikipedia nachschauen. Und dann verschwindet ganz viel von diesem kategoriellen Apparat hier wieder. Das ist nur, damit wir extrem allgemein arbeiten können. Definition. Ein Grothendieck-Topos ist eine Kategorie, die äquivalent ist, als Kategorie, ist aber auch nicht so wichtig, die äquivalent zu der Kategorie von Garben über einem Situs. Das schreibt man dann immer so. Sheaves über dem Situs C. Das ist ein Grothendieck-Topos. Wenn x ein topologischer Raum ist, können wir auch Sheaves on x bilden. Das ist genauer dieser Ausdruck hier. Und den zeichnen wir wie x. Also x kann ich irgendwie malen vielleicht. Ja, vielleicht habe ich eine geometrische Vorstellung für x. Und dann zeichne ich den Topos ganz genauso. Das ist jetzt wichtig zu verinnerlichen, weil man auf den ersten Blick denkt, dass ein Topos was unglaublich Kompliziertes ist. Schließlich besteht ein Topos aus extrem vielen Garben und jede einzelne Garbe besteht aus extrem vielen Mengen.
Und da kann einem leicht schwindelig werden und man kann denken, boah, groß, wie soll ich das zeichnen? Aber man zeichnet so einen Gabentopos über einem Raum X oder über einem topologischen Raum X oder über einer Örtlichkeit X einfach so, wie man X zeichnen würde. Wir stellen uns Topoi als nochmal verallgemeinerte Arten von Räumen vor. Noch allgemeiner als Örtlichkeiten. Wir stellen uns sie nicht vor als riesig große Kategorien, die riesig große Objekte enthalten, sondern einfach als Räume. Und jetzt kann ich erklären, warum wir so lange auf Örtlichkeiten abgenördet haben in den letzten 2, 3 Vorlesungen. Zum einen, weil die ihrerseits interessant sind, zum anderen, weil sie viele Aspekte von Topoi vorwegnehmen, aber auch, weil sie eine tolle Zwischenstufe bieten zwischen Grothendieck-Topoi und topologischen Räumen. Das ist die Kategorie der topologischen Räume. Das ist die Kategorie der Örtlichkeiten und das ist die Kategorie der Topoi. Die richtig coolen Leute verwenden natürlich die Abkürzung hier vorne für die Kategorie der Topoi. Und zwischen denen gibt es Funktoren. Wir haben schon gesehen, wie man aus dem topologischen Raum eine Örtlichkeit machen kann. Und aus einer Örtlichkeit kann man einen Topos machen, indem man diese Gabenkonstruktion verwendet, Gabentopos-Konstruktion. Ich zeichne noch die Adjungierten ein, aber mehr oder weniger nur der Vollständigkeit halber. Das da oben zurück ist die sogenannte lokalische Reflexion, auf die ich jetzt aber auch gar nicht eingehen will. Der Punkt ist, aus dem topologischen Raum kann man einen Topos machen, indem man einfach hier sich so nach rechts reinschlängelt. Und das Tolle ist jetzt, das da, das ist ein volltreuer Funktor. Das heißt, die Kategorie der Örtlichkeiten, die bietet volltreu ein in die Kategorie der Topoi. Wir können die Kategorie der Örtlichkeiten als Unterkategorie, als volle Unterkategorie von der Kategorie der Topoi ansehen. Es geht keinerlei Information verloren, wenn man von der Örtlichkeit zum induzierten Topos übergeht. Dagegen geht eventuell schon Information verloren, wenn man von einem topologischen Raum zu seiner Örtlichkeit übergeht. Zum Beispiel eindrucksvoll wird das demonstriert bei indiskreten topologischen Räumen. Die bestehen vielleicht aus 1000 Punkten, aber nur zu offenen Mengen. Sobald ich zur Örtlichkeit übergegangen bin, sehe ich nicht mehr Unterschied, zwischen, ob der früher 1000 Punkte hatte oder nur einen oder 5. Ja, weil es ja da nur noch um die offenen Mengen geht. Aber der Schritt eben von hier nach dort, der verliert keine Information. Das ist ein Grothendieck-Topos. Es gibt jeder zweite Topos auf der Welt ist ein Grothendieck-Topos. Es gibt auch noch allgemeinere Topoi. Das sind die sogenannten Elementar-Topoi oder auch nur Topos einfach genannt. Grothendieck-Topoi fühlen sich halt immer recht geometrisch an, weil sie immer Kategorien von Gaben über dem Situs sind. Und die anderen Topoi, das sind vor allem die Realisierbarkeitstopoi, die effektiven Topoi, die immer so irgendwie aus der theoretischen Informatik stammen. Das kann alles wunderschön unter ein Dach gebracht werden im Topos-Begriff. So, was wir heute leider nicht mehr geschafft haben, ist die interne Sprache einzuführen, aber vielleicht ist es auch ein Vorteil, dann können wir nämlich nächstes Mal noch mal in Ruhe das Sieden-Axiom hinschreiben und dann in Ruhe die interne Sprache einführen. Und damit werdet ihr dann die Möglichkeit haben, jeder für sich, wenn er möchte, mathematische Alternativuniversen zu erkunden. Weil so ein Grothendieck-Topos ist noch ein bisschen mehr als nur eine Skizze wie ein topologischer Raum, sondern das kann man sich wirklich vorstellen als riesig großes Alternativuniversum, in dem man arbeiten kann. Und so ein bisschen, ein paar Aspekte davon habt ihr schon kennengelernt, zum Beispiel habt ihr die Realisierbarkeitsinterpretation kennengelernt, das fühlte sich auch schon so an, als ob man in einem Universum arbeitet. Aber hier ist es nochmal viel, viel ausgeprägter, weil man auch neue Objekte bauen kann, weil man Teilmengen zur Verfügung hat, weil man logiköhere Ordnung zur Verfügung hat. Und das machen wir dann alles beim nächsten Mal und dann seht ihr auch lustige Anwendungen davon. Wie man zum Beispiel vorgeben kann, dass jeder Ring lokaler Ring ist, obwohl das nicht stimmt. Oder wie man vorgeben kann, dass eine Gabe von Modulen einfach ein einzelner Modul ist, obwohl das auch nicht stimmt. Ich hoffe, das macht euch dann Spaß. Danke sehr.